Heute hier ist der Gusor wieder. Heute haben wir Donnerstag, 6.8. Und zwar scheine ich wohl einer der einzigen zu sein, die nicht auf der Gamescom sind. Somit versorge ich euch mit neuem Stuff. Und zwar, also ihr könnt euch aber auch schon darauf einstellen, in einer Woche, also jetzt nicht in der nächsten, sondern in der danach, bin ich dann auch im Urlaub. Da wird dann höchstwahrscheinlich auch nichts von mir kommen, weil ich da dann vom Vorproduzieren, denke ich mal, nichts halte, weil wenn man dann eine Woche vorproduzieren soll, das ist irgendwo Quark, dann kommt ein Update und dann, ja, denkt ihr euch auch wieder, warum kann der Gusor noch irgendwelche Lager blitzen, zum Beispiel? Und das ist halt ein bisschen doof. Ansonsten hier läuft es halbwegs auch gut. Also ich war jetzt froh, dass ich jetzt wieder, ich glaube, die letzte Kaserne, die vorletzte ist jetzt wieder fertig geworden, dass ich jetzt wieder ein bisschen was verballern kann. Ich werde hier auch jetzt noch meine. Ah, hau ich das in die. Ja, komm. Ja, egal, egal. Ich hau das in die Mauern rein. Egal. Weil dann kann ich wenigstens sagen, ich habe die alle auf 7 und dann nur noch den Rest da auf 1. Das mache ich dann nochmal in einem Schub, sage ich mal. Jetzt. Ja, sehr geil. Sehr geil. Also schön alles auf 7 gemacht und das bei Level 70. Ich bin nämlich gerade Level 70 geworden. Und das ist natürlich ziemlich geil. So, da bin ich wieder. Ging in dem Fall gar nicht um Check, weil der Alex hatte mich gefragt, oh, wie sieht's denn aus? Kannst du mir meinen Clan vorstellen? Klar, logisch, kein Thema. Also, wer dem entspricht, sage ich mal, ab Level 60 geistige Reife, ja, das ist oft der Fall, dass da halt nicht so viel da ist. Ja, zwei Angriffe, klar, logisch, sonst der Kick, das ist ganz Standard, logischerweise. Vize nach Vertrauen, vollkommen in Ordnung, egal was gefordert wird, Bogies können immer gespendet werden. Ja, das, wie gesagt, klar, wenn das dann in Ordnung ist, wenn sowas vorher abgeklärt ist, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn es halt eben abgeklärt ist, dann kann man sowas halt auch machen. Und wie gesagt, ansonsten just CW oder CW. klar, gehe ich mal davon aus, dass es darum geht, dann halt ordentlich CW zu reißen. Ja, das sollte ich vom Alex machen. Ich hätte den nämlich auch gerne noch gecheckt, aber ich bin der Meinung, der hieß immer KA, aber den finde ich hier jetzt so weit nicht mehr drinne. Aber nicht weiter wild, wie ihr sagt, ihr könnt den Clan mal auschecken. Oh, schade, gerade. Aber ich sag mal so, grundsätzlich vom Level 59 sind die Mauern schon mal richtig nice. Muss auf jeden Fall Level 8 sein, weil Level 7 kann der King würde nicht gehen, der würde nur bis 5 gehen. Somit kann er nur Town Hall 8 sein. Ist, oder halt 9, klar, aber das wird er nicht sein. So, ansonsten sehen wir die Truppen schon, das auch schon auf. Also du bist so sehr weit eigentlich. Also da kann man jetzt nicht meckern. Da bist du echt gut dabei. Auch Base-Aufstellung selber jetzt von Mauern her. Von Mauern her ist es vollkommen in Ordnung. Bogiturm Kanone. Draußen halt das Zeug. Magierturm fast ein bisschen weit draußen. Aber ja, hier mit dem Minenwerfer, das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut, weil der richtig gute Range hat und nochmal beschützt wird. Ah, wie gesagt, Magierturm ist mir ein bisschen dicht. Was haben wir hier? Weil der kann relativ schnell weggerotzt werden. Wie gesagt, Minenwerfer, der ist richtig nice. Also für Level 59. Absoluter Respekt. Das sieht hier richtig, richtig gut aus. Nichtsdestotrotz reden wir gerade über eine komplett geplättete Base, wa? Also ich meine, der Gegner wird jetzt nicht so schlecht gewesen sein. Nee, aber das passt. Auf jeden Fall. Kann ich gar nicht meckern. Ist noch re. Na doch, das passt aber. Das ist schon relativ viel. Das ist einwandfrei. Super. Gut gemacht. Rathaus schön oben. Wurde es trotzdem zerstört. Aber nee, das ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Da kann man gar nicht meckern. Gucken wir mal weiter. Ja, hier habe ich jetzt wieder eine Anfrage bekommen. Vom Kevin. Und zwar Tetris. Ja, richtig. Der Clan heißt Tetris, dann brauche ich da natürlich ein paar mehr Infos, weil es den öfter gibt. Ganz klar, dann hätte ich lieber einen Hashtag und es kommt vom nächsten Grenzgänger. Ja, da haben wir ihn. Das ist natürlich viel besser. Damit können wir was anfangen. Ja, Town Hall 7,
ab diesem Bereich kann man wirklich sagen, gut, okay, jetzt kann man wirklich irgendwas zum Base-Layout auch sagen, wenn man da wirklich was mit anfangen kann. Was können wir damit anfangen? Labor schön oben, das passt. Bauhütten, ja, wie gesagt, mit den Bauhütten, ich bin da wirklich kein Freund von, weil, oh, ich wurde zu 100% platt gemacht. Das ist dann auch scheißegal. Nimm die ruhig raus. Das ist am Anfang, denkt man das so, aber das ist also, im Normalfall keiner, der relativ weit oben ist, sagt sich, oh, ich stelle hier noch schön mein Zeug raus, dass er mich nicht zu 100% plättet. Das ist Blödsinn. Würde ich nicht machen, deswegen. Ansonsten Level 60. Mauern gefallen mir richtig gut für Townhouse 7. Das ist richtig nice. Ansonsten auch eine schöne Base. Hier haben wir Magiertürme. Wirklich den schon auf 4, den auf 3. Das ist vollkommen in Ordnung. Das passt. Und auch hier, guck mal. Den Bohrer hast du zwar draußen, aber nicht ganz nach vorne gestellt, sondern weiter nach drinne. Gefällt mir gut. Luftfeger, der hat bei dir nicht wirklich eine Funktion. Nicht wirklich. Wobei ich aber auch wirklich absolut sagen muss, ich bin nicht ansatzweise der Luftfeger-Profi. Ich habe die auch irgendwie so ein bisschen fail hingestellt. Muss ich wirklich sagen, da kann ich bei mir wirklich nicht sagen, ich habe das bei mir perfekt gemacht. Aber ich habe das mittlerweile schon bei manchen Sachen gesehen, dass der wirklich richtig einen Unterschied machen kann. Wenn du den, ich sage jetzt mal zum Beispiel, hier hinstellst, nur jetzt mal als Beispiel. Und wirklich der mit Lufttruppen angreift und der aber immer wieder probieren möchte, die Luftabwehr zu plätten und aber wirklich immer wieder weggepustet wird und somit aber immer im Rage, in der Range von der Luftabwehr bleibt, das ballert natürlich richtig gut. Also das ist dann schon eine geile Nummer. Oder wenn die sich wirklich, wenn man dann später zwei hat und die sich wirklich gegenseitig den, ja, Spieler oder den Gegner immer wieder zuspielen und dann in eine gewisse Richtung pushen. Das ist auch ziemlich geil, da kann man schon eine Menge mitmachen. Ansonsten die Lager eben gut verteilt, das gefällt mir richtig gut. Auch hier dieses schöne doppelt gestellte Mäuerchen, richtig gut. Die Mauer kannst du dir sparen. Hast du eine mehr? Hier hast du die zweite, die du dir sparen kannst. Und so kann man das immer wieder durchgucken. Was kann man denn machen? Hier wirst du bestimmt noch irgendwie Bomben oder sowas haben. Wobei ich davon eigentlich absehen würde. Weil. Jetzt kommt's. Hier schön zwei Bomben hingepackt. Wenn es jetzt nicht gerade luftsuchende Minen oder sowas sind. Dann ist es was anderes. Aber ansonsten, wenn es jetzt eine Bombe ist, bringt dir das null. Weil der Gegner höchstwahrscheinlich, ich sage jetzt mal höchstwahrscheinlich, Riesen zum Beispiel gehen auf die Dev-Gebäude, ganz klar. Dann gehen die, denke ich mir, nicht hier lang, sondern dann eher killen sie den. Und dann den Rest hier, alles was eben dichter dran ist. Und da ist der Minenwerfer in dem Fall nicht dichter dran, dass sie höchstwahrscheinlich gar nicht in die Richtung gehen. Nur so meine Vermutung dazu. So. Ansonsten eben wirklich alles Unwichtige draußen zu stehen, vollkommen richtig. Geboostet auch. Die würde ich natürlich auch noch boosten. Die bringen natürlich dann richtig viel, aber ich gehe mal davon aus, es liegt an den mangelnden Gems. Und dann ist das cool. Nee, das ist in Ordnung so. Gefällt mir. Den Minenwerfer eventuell noch ein bisschen weiter rein, wenn es möglich wäre, aber würde ich dir jetzt auch keine aufs Maul hauen, wenn du das nicht machst. Aber wie gesagt, die beiden Mauern, die würde ich eventuell woanders planen und nutzen und wie auch immer. Ansonsten passt das, das ist cool. Der offizielle. Und gucken wir mal, wie das hier so aus. Ja, hier, da war wieder einer sehr toll. Wie gesagt, ihr seht einfach wirklich, das ist kindliches Verhalten. Also wie gesagt, und glaubt mir, ich kann damit leben, sage ich mal. Ich finde das nicht, klar finde ich es scheiße. Logischerweise ärgere ich mich über sowas, ja, ganz klar. Aber wie gesagt, ey, lass wirklich mal dich in irgendeinem Clan drin sein. Und irgendeiner kriegt das mit und sieht, Alter, ich hatte jetzt gerade wieder erst vor kurzem, sagt einer irgendwie, ich glaube, 6K Dunkles und um und bei 1 Million gezogen und durch Gespamme wurde es halt eben weggemacht. Und da sage ich auch einfach, ey, komm mal in so einen Clan, du kriegst so eine böse Packung. Und dann sagst du ja auch, oh, warum habe ich so einen Scheiß gemacht? Warum? Warum habe ich das gemacht?
Und wie gesagt, wäre ich jetzt natürlich in dem Account von meiner Tochter drin, hätte ich dich natürlich gleich kicken können. Aber wie gesagt, sowas macht man nicht. Das ist einfach dumm, sowas. Oh, nice. Nice, 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 nice. Sehr geil. Und genau sowas halt, dass man lieber ein bisschen länger, sage ich jetzt mal, so einen Gegner sucht und sich das dann einfach ziehen kann. Jetzt ist momentan die Zeit halt für den Loot so mega geil, dass das ohne Probleme machbar ist. Und dann einfach schön gebartscht und richtig ordentlich. Hier, ich gucke natürlich logischerweise wieder auf den dunklen Bohrer. Ganz klar, hier auf diesen Bohrer gucke ich natürlich wieder, weil ich natürlich nur wieder scharf aufs Dunkle wäre. Aber ich denke mal, das läuft hier ganz gut hier bei dir. Fast 400k Alex, aber mit dem Bohrer kriegst du das auf jeden Fall auch noch zusammen. Du hast auch noch genug Troops. Einwandfrei. Einwandfrei. Richtig schön gemacht. Ja klar, jetzt hast du natürlich mit den Helden ein bisschen zu tun gehabt, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und genau, mehr bringt da nichts. Was soll man den König da irgendwie noch ziehen? Blödsinn. Einwandfrei gut gemacht. So, das war der erste Teil. Ich hoffe, mein neues Layout da und da, ihr wisst ja selber, links und rechts hat euch gefallen. Ich feile da garantiert noch ein bisschen dran rum, aber ich habe mich wirklich wieder dabei erwischt. Ich habe, glaube ich, wirklich eine Stunde oder anderthalb dran gesessen, aber es macht einfach mega Laune. Also wirklich da mit Photoshop nochmal sich ranzusetzen und zu machen, weil klar kann man natürlich sagen, gut, okay, kommt hier, macht mir mal eins. Also mit dem Intro finde ich es zum Beispiel mega geil, wenn ich da halt einfach wirklich Hilfe bekomme. Bloß ihr seht es halt irgendwo selber, denke ich mal, dass man, ich bin immer wieder gewillt, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber ich bin immer wieder gewillt, zu sagen, ach komm, ich mach's für euch irgendwo ein bisschen besser, das hat mir noch nicht so ganz gefallen und so weiter und so fort. Deswegen wirklich hier, hoffentlich hat es euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, ich hau den nächsten Teil dann nächsten Tag natürlich wieder raus, schneide es wieder so ein bisschen zusammen und dann sollte das passen. Ja, ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da oben und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Ich weiß, ich habe wieder zu viel erzählt, aber ich wünsche euch was, ihr haut rein.